Hallo zu den schrägen News der KW39 in 2019. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Meine Themen heute sind der Tesla-Service, Gretas Wutrede, die Tesla-Software-Version 10.0 in Beta und nochmal was zur Nordschleife, dritte Folge. Wie immer ist dies eine Dauerwerbesendung. Ja, sie sind auf die Straßen gegangen am 20.09., Freitag, dem 20.09. Und die Woche war am Anfang geprägt davon, wie groß tatsächlich jetzt hier der Protest, der Klimaprotest der jungen Leute war auf den Straßen. Millionen protestierten. Vom Pazifik über Afrika bis in die Karibik. Und ich möchte euch nochmal hier das Video bringen hier, wo ihr seht, was eigentlich die Idee ist dahinter im Moment, wie die Greta Thunberg oder die Wissenschaftler auch sagen, wie wir aus der Misere rauskommen, indem wir nämlich unsere Wälder protecten, wieder aufbauen und neu pflanzen. Ja, und mit der Air Pollution in Form von CO2 aufhören. Ganz einfache, sagen wir mal, Message, aber nicht so einfach umzusetzen, vor allem nicht in der Größenordnung, die wir jetzt sofort brauchen, im CO2-Einsparen vor allem. Das Klimapaket der Bundesregierung deshalb auch sehr skeptisch aufgefasst, enttäuscht bei den Aktivisten hier, politische Mutlosigkeit, lächerlich niedrige CO2-Preise, ist mir ja selber schon aufgefallen, letzte Woche, und ich habe ja gar keine Ahnung, vollkommen wirkungslos. Und noch viel Detailarbeit nötig, wenn man daraus was machen will. Einige Politiker reden auch schon davon, ja, wir müssen wohl mit den Grünen jetzt nachverhandeln. Also alle merken, die Grüne Partei wird wahrscheinlich irgendwie bei den nächsten Wahlen noch mehr zulegen, wenn man solche Sachen präsentiert. Es ist ein Skandal. Das sind natürlich die schärfsten Worte dann von Klimaaktivisten. Okay. Die Preise für Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas steigen. Bahnfahrten werden billiger, E-Autos werden stark gefördert. Das ist die Zusammenfassung. Stark gefördert. Naja, es gibt vieles nicht. Ich habe es beim letzten Mal auch schon gesagt. Wir müssen auf jeden Fall einen günstigeren Strom für die E-Autos kriegen. Die E-Autos müssen wirklich stark gefördert werden. Und die Bestrafung in Anführungszeichen, wenn man CO2 erzeugt, muss wesentlich höher sein. Oder zumindest mal auf den Betrag, den man auch jetzt schon teilweise hat, das sind nämlich 20, 25 Euro und nicht 10 Euro die Tonne. Gut, also die Industrie will auf jeden Fall mehr wiederverwerten an Plastik, noch mehr oder überhaupt mal, weiß ich nicht. Und wir haben auf jeden Fall durch den Solarstrom erneuerbare Energiequellen schon 46% jetzt im Juni gehabt, wegen sehr viel Sonnenstunden. Also da sind wir zumindest mal ein bisschen besser dabei. Ja, und Windenergie haben wir ja eigentlich auch, sofern die nicht irgendwo verhindert wird. Die IAA braucht auf jeden Fall in irgendeiner Form ein neues Konzept, weil da war es ziemlich flau. Nachher haben wir nochmal konkrete Zahlen. E-Golf, 30.000 Reservierungen auf diese First Edition. Dachte, das wären mehr, die Mitte 2020 kommen soll. Ich bin mal gespannt, wann dann die richtige Version kommen soll, beziehungsweise wann man die bestellen kann und was für eine Lieferzeit die dann hat. Dann geht es vielleicht bei VW tatsächlich richtig los. Der Strompreis, ich habe ja immer gesagt, der Strompreis muss runter, muss günstiger werden. Es ist genau das Gegenteil passiert. Wir sind jetzt bei über 30 Cent, Stichtag 1. April, 30,85 Cent die Kilowattstunde. Und weiterhin Steuern, Abgaben, Umlagen und so weiter, 16 Cent sind da drauf, auch steigend noch in 2019. Also so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Das muss komplett weg. Das wäre super, das wäre ein super Preis. Genau, das ist immer der Preis, von dem man immer redet, der Industriestrom, den es ja eigentlich gar nicht so wirklich gibt. Gut. Okay, Pfand auf Akkus, damit kann ich noch leben. 50 Euro Pfand auf den Akku in meinem Tesla, das bringt so nicht, Leute, das müssen 500 sein oder irgendwas. Also 50 Euro für Pfand auf einen Akku in einem E-Auto, das ist zu wenig. Damit jemand den E-Akku, Autoakku später zurückgibt oder wie, ich weiß auch nicht, da muss man sich mehr überlegen.
Die Grünen haben auf jeden Fall jetzt die Idee, hier mal den Autoverkehr in den Städten zu halbieren. Also bei uns jetzt hier Baden-Württemberg, weil Winfried Kretschmann sagt, auch wir machen jetzt mal, versuchen mal was Konkretes zu machen. In Stuttgart wollen wir das auch ausprobieren, weil nämlich die CO2-Bepreisung auch seiner Meinung nach ein Treppenwitz ist. Na gut. Angela Merkel hat das auf jeden Fall in New York verteidigt. Deutschland ist natürlich eines der wenigen Länder, die überhaupt ein Konzept haben. Die anderen haben ja gar keins. Haben die Franzosen eigentlich eins? Macron ist doch da eigentlich normalerweise auch immer dabei. Ja, und übrigens, die Sache mit Ulm ist auch noch nicht ausgestanden hier, Frau Karliczek, ne? Karliczek? Ja, also Vergabe der Batteriefertigungs- oder Forschungseinrichtung da. Gut, was war dann sonst so los? Also bei Tesla macht man sich jetzt auch Gedanken, es ist wieder mal Quartalsende. Also muss man auf der einen Seite die Autos rausbringen, aber auch neue Ideen präsentieren, damit man das nämlich dann bei den Earnings Calls rüberbringen kann. Und nächste Idee ist, wir werden jetzt hier profitabel im Bereich der Connectivity. Es war ja angedeutet, vor allem für das Model 3, dass man irgendwann für die Internetverbindung zahlen muss. Standard und Premium wird es geben. Und hier Standard, da hat man dann gewisse Sachen, mal so grundsätzliche Funktionen. Und dann im Premium haben wir aber hier erst die Live-Verkehrsvisualisierung, Satellitenbilder, Musikstreaming und sowas. Ja, und genau diese Verkehrssimulation hier, Visualisierung, die Live-Verkehrsvisualisierung, das verstehe ich bis heute nicht. Wenn die eigentlich berücksichtigt wird in der Navigation, aber nicht angezeigt wird, ist natürlich schon ein bisschen lästig. Aber 100 US-Dollar im Jahr ist wirklich kein Preis, das kann man auch wirklich zahlen. Also das sehe ich auch nicht wirklich als Problem. Nur die Frage, wie das ist. Und vor allem hat man hier schon gesehen, da gibt es dann doch wieder Limit bei 50 Gigabyte oder so. Vielleicht auch bei den Sachen, wenn man dann da drüber kommt, muss man nochmal zahlen oder sowas. Batteriefertigung ist eine der Schlüsseltechnologien, deshalb auch bei Tesla. Die sind ja vorne dran da, weil sie selber mit Panasonic normalerweise die Batterien fertigen. Sie machen aber auch jetzt was mit LG Chem. Und zwar, wir haben immer so die Idee, Second Life von der Batterie im Speicher nachher. Dem ist aber im Moment nicht so. Also die Details sind scheinbar folgendermaßen, dass man NCA und NMC-Batterien hat und erstere werden normalerweise in Elektrofahrzeugen benutzt, also die NCAs und die NMCs, die werden in Powerwalls und Powerpacks verwendet. Und jetzt würde dann Tesla mit LG Chem zusammen zum ersten Mal NMC-Batteriezellen auch in Fahrzeugen benutzen. Was jetzt da der Unterschied ist und Vor- und Nachteile, weiß ich nicht so richtig. Habe ich jetzt auch nicht recherchiert. Schauen wir mal, was da weiterkommt. Tesla wird jetzt scheinbar auch etwas breiter aufgestellt. Vor allem in China ist da wohl die tollsten Sachen da los, weil man auch die lokalen Anbieter verwenden will, um da die Gigafactory da komplett ans Laufen zu kriegen. Das sind nur mal zwei Sachen von vielen, vielen Berichten, die die Woche in der Ecke noch waren. Ansonsten erwarten wir natürlich jetzt dann die Quartalszahlen. Ja, Greta Thunberg war auch in New York oder ist noch immer in New York. Danach will sie ja nach Chile weiterfliegen. Und sie hat tatsächlich den versammelten Mannschaft mal die Leviten gelesen. Leider war Donald Trump noch nicht im Raum, aber allen anderen dann schon. Wie könnt ihr es wagen? Oder was denkt ihr euch eigentlich? Ich sollte nicht hier sein, sondern eigentlich zur Schule gehen. Und ja, sowas wurde wohl dort auf der UN noch nie zu den Herrschern dieser Welt gesagt. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, hier unsere Bundeskanzlerin wollte sich ein bisschen einschmeicheln da. Ich weiß nicht, ob es da noch eine Auseinandersetzung oder mal eine kurze Diskussion zumindest mal um unser Klimapaket ging. Sehen wir mal. Greta Thunberg hat auf jeden Fall schon mal neben anderen übrigens den alternativen Nobelpreis gewonnen. Ja. Aber es haben auch noch andere gewonnen. Ich habe die euch auch mal hierhin gemacht, weil das immer so dargestellt wird, als ob nur die Greta irgendeinen Preis gewonnen hat. Das stimmt gar nicht. Sie ist natürlich für den normalen Friedensnobelpreis dieses Jahr auch nominiert. Hyundai geht in die Offensive in autonomes Fahren. Das wollen sie 2022 mit Robotertaxis auch realisiert haben. 50-50 haben sie gemacht mit Aptiv aus Dublin, einem Zulieferer. Ja, mal schauen. Hyundai ist uns bekannt von Elektroautos, die eigentlich ganz gut sind. Eigentlich so, ne? Und Massenmarktautos auf jeden Fall unterwegs sind. Ja, das Interesse an der IAA war ja scheinbar jetzt bei 560.000 Besuchern nicht weltbewegend. Weiß nicht, was die dann vorher hatten, Millionen. Deshalb muss die IAA sich überlegen, wie sie da weiterkommt. Ja.
Sehen wir mal. Also VW hat auf jeden Fall eine Idee. Die wollen ihre eigene Batteriezellenfertigung jetzt machen und haben das auch gestartet in Salzgitter. Pilotfertigung. Daimler und BMW sind da noch anders aufgestellt, obwohl ich dachte, Daimler hat auch schon hier bei uns am Neckar irgendwas angefangen. BMW baut ja gut den i3, brauchen vielleicht noch nicht so viel, aber VW will sich da jetzt, glaube ich, auch richtig aufstellen und deshalb erwarte ich auch, dass irgendwann jetzt mal so konkrete Zahlen zu dem richtigen ID dann kommen, nicht der Vorabversion. Auf der anderen Seite hängt ihnen natürlich immer noch der Skandal an. Martin Winterkorn hier, Prozessauftrag zieht sich zwar hin, aber das ist im Hintergrund immer noch. Und glauben wir diesen Gaunern als eigentlich? Unterstützen wir weiterhin die Firma? Mein damals beim ADAC war es ja ähnlich, haben wir das auch gesehen, alles gefälscht und da muss man trotzdem durch und dem Verein auch wieder glauben, dass sie es jetzt anders machen. Daimler will auf jeden Fall in irgendwas sparen. Deshalb machen sie vielleicht da nicht so viel. Mein Daimler ist eh sehr, sehr vorsichtig in der E-Mobilität noch unterwegs. Das hat man auf der IAA ja auch gesehen. Sie haben ja immer noch ihren Palast da mit den ganzen Sachen. Ich war ja auch drin, habe es euch kurz gezeigt. Ja, Feuerwerk. Feuerwerk ist auch gleich das Stichwort hier für Konstanz. Konstanz hatte ja gesagt, wir machen jetzt, das ist dieses Jahr das letzte Mal, dass wir so ein riesen Feuerwerk machen. Jo, jetzt hat man eine Umfrage gemacht, sah dann gar nicht so aus. Deshalb ist die Überlegung, ob man so eine Art Mischform macht. Also ein bisschen Feuerwerk und dann noch so ein bisschen LED-Lasershow oder sowas. Laserdrohnenshow nennen sie das. Sie haben ja eigentlich den Klimanotstand ausgerufen und damit hatte ja auch die Fridays for Future-Bewegung gesagt, okay, da müssen wir nicht mehr demonstrieren. Oder nee, sie haben gesagt, wir demonstrieren trotzdem, weil wir euch nicht glauben. Na gut. Jo, SUVs sind komplett out. Also wenn jetzt irgendwas mit SUVs passiert, kommt das sofort in der Zeitung. Und zwar immer, wenn SUVs irgendwie Unfälle verursachen oder sogar Leute überfahren. Ja, und dann sind es auch immer ältere Fahrer in SUVs, die Leute überfahren. Kann ich gar nicht verstehen. Ich dachte, die haben alle Notbremsfunktionen und sowas. Aber jetzt sind nicht mehr die brennenden E-Autos das Problem oder so, sondern SUVs. Ja. Tesla hat mir letzte Woche ja das Preview, hier habe ich euch ja schon gezeigt, war natürlich alles in Englisch. Die Version 10 ist im Anrollen. Sollte eigentlich jetzt auch demnächst wirklich ausgerollt werden, ist im Moment im Beta und tatsächlich, ich habe hier auch mal das komplett, die Beta auf Deutsch, weil ich nämlich von einem Zuschauer, hallo, angesprochen wurde und in seinem Auto war nämlich die Version 10 drin. Beim Florian und er war mit dem Auto bei mir und wir haben uns das mal im Detail angeguckt. Ich habe es euch hier mal reingeklebt. Wir haben viele Sachen ja schon gehört. Eine Sache hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal nicht gesagt. Die Verbesserung vom Wächtermodus ist so, dass es jetzt in ein eigenes Verzeichnis geht und auch bei 5 GB aufhört und dann auch rollierend ist, dass die Ältesten gelöscht werden. Der Joe-Mode hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Die Warntöne etwas leiser. Ja, und hier sieht man auch noch mal ein bisschen schöner die Darstellung, wie es jetzt im Autopiloten aussieht. Ja, und dann nochmal hungrig und gut Glück heißt es hier bei uns. Und Verbesserung in der Karten-App. Zeige ich aber gleich noch. Große Herausforderung ist natürlich, wie sieht es dann tatsächlich im Fahren aus? Hier habe ich mal ein Beispiel von dem Browser gemacht, hier mit dem YouTube auf meinem Kanal, damit er mir es auch glaubt. Der Joe-Mode heißt tatsächlich Joe-Mode, auch im Deutschen, weil vom Joe, der hat Elon gefragt hat, hey, es ist immer so laut da, wenn ich den Autopilot ein- und ausschalte und die ganzen anderen Piepstöne, kann man die nicht leiser machen. Also in 2 Stufen kann man das jetzt. Joe-Mode an ist leiser, Joe-Mode aus ist normal. Allen Ernstes. Ja, dann wird hier beim Suchen übrigens schon angezeigt, wie weit das Ziel weg ist, obwohl das nicht stimmt, habe ich jetzt festgestellt. Also Hannover ist sicher nicht 418 Kilometer, Luftlinie schon. Wenn man fährt, sind es leider fast 600. Deshalb, ey, also das ist nicht so günstig. Wisst ihr noch irgendjemand? Ich weiß nicht, war es, glaube ich, der Alex von Alle elektrisiert, der hat sich, glaube ich, mal drauf verlassen. Bis zum Supercharger sind es noch 100 Kilometer und dann hat er nicht mal geguckt und eigentlich hat sein Navi dann 150 gehabt und dann ist er fast liegen geblieben. Nee, also Luftlinie geht gar nicht, Leute, das bringt jetzt gar nichts hier. Also wenn das so eine Abweichung ist wie im Fall von Hannover, da müsst ihr nochmal nachbessern. Hungrig haben wir ausprobiert. Jetzt bei mir, wenn man in Weilheim steht, kommt ein Kaffee in Göppingen raus, warum auch immer. Und bei Auf gut Glück kommt das Kunstmuseum in Stuttgart raus. Ja, also wie man auf die Einträge kommt jetzt hier, dass das dann im Tesla angezeigt wird, haben wir nicht rausgekriegt. Wir haben auch nur einen einzigen gekriegt. Ja, nochmal hier die Detailaufnahme von dem neuen View, in die da auch möglich jetzt ist. Aber wartet ab, nächste Woche kommen die Videos dazu, ganz dem Detail. Ja, Daimler hat ein Bußgeld gezahlt. Habt ihr das eigentlich mitgekriegt? Ja? Die haben 870 Millionen Euro jetzt gezahlt. Und da sie in Baden-Württemberg ansässig sind, fällt das natürlich jetzt hier dem Land Baden-Württemberg zu. Die haben inzwischen 1,5 Milliarden eingenommen. Ja, was war jetzt bei Daimler eigentlich? Der Konzern verzichtet auf
auf eine Einlegung von Rechtsmitteln. Und damit ist das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen. Und ich würde auch mal sagen, meine Interpretation jetzt, ist ein Schuldeingeständnis natürlich auch. Was ist Ihnen vorgeworfen worden? Fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht. Ja, okay. Porsche hat übrigens auch schon mal gezahlt, 535 Millionen und Bosch 900 Millionen. Und die eine Milliarde von VW ist leider ans Land Niedersachsen gegangen. Da hat Baden-Württemberg nichts bekommen. Na gut. Einen Teil der Daimler-Millionen soll für den Klimaschutz eingesetzt werden. Ey, wie ein Teil. Alles bitteschön, ja? Also, Und zwar Bäume anpflanzen, Leute, ja? Also es nützt nichts, wenn ihr Geld, können wir nachher nicht atmen. Ja? Na, mal schauen, was da so passiert. Also Volkswagen ist auch nicht am Ende. Die Spitzenmanager sind jetzt tatsächlich angeklagt und nicht nur Martin Winterkorn, sondern auch Herbert Diess, amtierend, Hans-Dieter Pötzsch, ja? Und warum? Weil die den Kapitalmarkt zu spät informiert haben. Das ist die Geschichte, was es bei ihnen anhängt, nämlich diese ganzen Aktionärsklagen. Ja, da haben sie nämlich die Ad-Hoc-Mitteilung versäumt oder zu spät gebracht und hat deshalb der Kurssturz dann, viele Leute haben das dann nicht mitgekriegt und zu spät ausgestiegen oder haben die Aktie dann halt halten müssen. Es gibt aber genauso Zivilklagen. In Nordamerika hat sie das schon 30 Milliarden gekostet. In Deutschland gibt es da noch eine Musterfeststellungsklage mit 430.000 Autokäufern, die sich da dran gehängt haben. Und im Strafrechtsbereich, da ist Winterkorn auch dabei, Betrug wird ihm vorgeworfen in den USA. Dort liegt sogar ein Haftbefehl vor. Also der Kollege darf nicht mehr nach USA reisen, vielleicht auch in andere Länder nicht und wird dann dort verhaftet. Betrug und Verschwörung. Also in den USA wird das dann immer gleich ziemlich scharf hier formuliert. Jo. Gibt da was Positives, ein cooles Auto hier, ein Zweisitzer, so eine Art Twizy-Nachfolger mit drei Rädern ist jetzt tatsächlich in Produktion gegangen. Ich habe nochmal ein paar andere Bilder rausgesucht, von der Seite sieht es so aus, es geht aber auch mit Türen, ein ziemlich cooles Auto. Mal schauen, ob das hier mal auch irgendwann in Deutschland zu sehen ist. Wir werden nicht ersticken, wir werden ertrinken. Ja, der Meeresspiegel steigt, wir natürlich werden nicht so schnell hier ertrinken. Hochwasser okay, werden wir schon kriegen vielleicht, aber ganze Inseln gehen definitiv unter. Ja, das ist auch immer damit gemeint, wenn gesagt wird, hey, da sterben schon Leute. Ne? Also normalerweise hatten wir immer sowas von 15 Zentimetern und jetzt haben wir irgendwie mal einen Meter. Ja, bis 2010, bis 2100, 2100, ja, also das passiert wohl. Warum? Weil die Gletscher schmelzen. Ja. Okay, nichtsdestotrotz, wir verbrauchen Strom. Wie viel verbrauchen wir eigentlich? Das ist eigentlich mal hier meine Meldung. Wir verbrauchen 40% mehr im Winter als im Sommer. Aber was verbrauchen wir eigentlich wirklich? So ein durchschnittlicher Verbrauch ist scheinbar bei 10 Kilowattstunden pro Tag, beziehungsweise im Winter dann 14 Kilowattstunden. Nur mal so als Vergleich, wenn man vergleicht, was wir so im Auto haben, 75, 74 Kilowattstunden Batterie jetzt im Tesla Model 3 oder 50 Kilowattstunden, also die Autos verbrauchen wesentlich mehr als wir in den Häusern. Jetzt fahren wir natürlich nicht so viel. Also ich hatte bei mir mal kalkuliert, wenn ich komplett bei mir immer das Auto aufladen würde, hätte ich eine doppelte Stromrechnung. Also mein Auto würde übers Jahr so viel verbrauchen wie das Haus auch. Ja? Jetzt mal mit 4 Personen so gerechnet. Das ist meine Größenordnung. Ja, also das sieht man mal jetzt hier so. Habe aber auch überlegt, das wäre natürlich ziemlich einfach mit irgendwelchen Speichersystemen auch abzudecken. Das ist eigentlich cool, so eine Angabe. 10 und 14 Kilowattstunden, okay. Jo, ja, dann war natürlich die ganze Woche Thomas Cook in den Meldungen hier. Nur einmal haben sie sich jetzt natürlich gefragt, sind wir überhaupt betroffen? Angeblich haben wir immer alle Reiserücktrittsversicherungen und Reiserückholversicherungen und sonstige Scheine. Aber der deutsche Ableger von Thomas Cook ist jetzt auch Insolvenz gegangen und man denkt über Staatshilfen nach, ja. Und eigentlich für ein Unternehmen, was billige Flüge in die ganze Welt anbietet, die ja total CO2 belastet sind, ne? Wenn die jetzt diesen CO2-Ausstoß eigentlich bezahlen müssten, wären die gar nicht mehr billig. Na. Aber jetzt sind unsere Leute erstmal in der Karibik und wir müssen sie zurückholen. Aber da müssen wir auch mal drüber nachdenken, ob solche Geschichten, Billigfluglinien, eigentlich nicht wesentlich teurere Preise haben müssten. Und dann würde vielleicht das ganze Geschäft auch nicht mehr so lukrativ und dann bricht alles zusammen und Boeing und was weiß ich und geht ja auch wieder nicht. Okay. Was ist aber eigentlich auf dem Zukunftskurs? Scheinbar Nike.
Ja, die haben einen Nettogewinn jetzt gemacht von 1,3 Milliarden Euros und das ist ein Plus von 25%. Okay, Sportartikel, mal cool. Continental hat nämlich ein totales Problem. Zulieferer ist in der Krise. Michelin auch schließt schon Werke. Beide habe ich auf der IAA gesehen, hatte eigentlich gedacht, sie hätten zukunftsweisende Technologien dabei, Ideen dabei, aber sie müssen natürlich rentabel, profitabler werden. Amazon und ihre Assistenten machen jetzt eine Koalition. Einige sind dabei, andere nicht. Ja. Apple und Google sind nicht dabei, aber andere hier, BMW, Spotify, Bose, Sony, Sonos, Intel, Qualcomm und so weiter, die wollen, und auch Microsoft wollen kooperieren irgendwie mit Amazon und mit Alexa und die anderen machen halt mit Siri und was hatten, wie heißt denn das Ding von Google? Corono. Cortana, habe ich nicht. Google will auch nicht zahlen. Na, andere Sache für Nachrichten und Presseinhalte, die Sie in der Suche finden. Ich will auch nicht zahlen hier. Ich bringe euch die Schnipsel halt und nur noch die Überschriften oder keine Ahnung. Ja, es ist natürlich die Frage, ob in der Google-Suche, da gibt es auch extra diesen News-Button, da gucke ich auch öfters, wenn ich irgendwelche Sachen suche, ob es den so noch geben soll, ob man Presseausschnitte so in der Form jetzt hier wie bei mir, ob man die zukünftig noch in der Google-Suche finden kann. Da müssen sie sich irgendwie einigen. Es wird nämlich jetzt langsam eng, weil es in Europa halt die ganzen Datenschutzrichtlinien jetzt irgendwie in nationales Recht umgewandelt werden und zack, zack, geht das nicht mehr. Deutschland, Europa. Wir wollen, dass der Tesla-Service in Deutschland besser wird. Ja, das haben wir jetzt ja mehrmals, habe ich auch Videos gemacht dazu und ja, die Videos werden auch von Tesla geschaut und auch die Diskussion wird natürlich wahrgenommen. Und je konkreter oder je, sagen wir mal, substanzieller man da auch unterwegs ist mit Beispielen. Ich wurde jetzt auch ganz konkret angesprochen, wo ich ja mit meinem Model X oder unserem Model X dort war beim Service. Danach nochmal vom Serviceleiter und auch von den Mitarbeitern dort, wie das jetzt aussieht, wie das auch sich weiterentwickelt. Und die haben mir das auch nochmal erklärt, dass sie tatsächlich versuchen, jetzt hier in Deutschland vielleicht einen etwas abweichenden Service auch aufzubauen, doch wieder mit Telefonnummern, dass sie erreichbar sind. Und sie haben das auch nochmal ein bisschen differenziert, weil vielen das ja nicht klar ist. Ich werde nochmal ein Video dazu auch machen, habe ich auch schon aufgenommen, nochmal eine Fahrt mit dem Model X und habe das so ein bisschen erklärt, worum es geht. Ganz wichtig habe ich euch nochmal hier reingemacht, die Nummer von der Pannenhilfe. Die sollte jeder Tesla-Fahrer eigentlich irgendwo eingespeichert haben. Das ist auch die Nummer, ich weiß nicht, ob das die Nummer ist, die auch das Auto anruft, wenn man da auf die Notruftasten da drückt. Auf jeden Fall, das ist die Nummer von der Pannenhilfe. Die findet man auch auf der Seite. Ich verlinke euch das nochmal, Tesla Support-Seite bzw. Tesla Pannenhilfe. Findet man die für Deutschland? Das ist die, wenn man wirklich liegen bleibt, nicht mehr ins Auto kommt und irgendwie gar nicht mehr weiterkommt. Das ist nicht die, um zu wissen, wie der Chargeport aufgeht und auch nicht die, um einen Servicetermin auszumachen oder irgendwelche Fragen zu stellen. Da müsst ihr schon die normale machen, das ist dummerweise so. Aber so ist es. So. Nochmal hier, so sah es am Ende aus, bereit zur Abholung und dann habe ich es geholt und alles wunderbar. Ich hatte auch noch eine Nachbesserung, war ein paar Tage später nochmal dort, wurde auch dann einfach so gemacht. Ja, ist dann vielleicht auch ein Entgegenkommen gewesen. Ich hatte auch jetzt einen Loaner, also ich fand es zwar alles wunderbar jetzt hier, da seht ihr nochmal das Model S 90D, was ich hatte als Ersatzfahrzeug. Jetzt ja sogar da eine ganze Woche, weil sie doch die Sache ein bisschen hingezogen hat. Wie gesagt, die Details kommen noch. Sogar der Reifenhändler hat mir kostenlos eine Zoe zur Verfügung gestellt. Super Sache. Ja, Reifenwechsel beim Tesla ist ja auch manchmal teurer. Wir mussten noch eine neue Felge kaufen. Das war dann, glaube ich, insgesamt auch nicht so billig. Und einen TÜV habe ich da auch noch gemacht. Ja, TÜV hat noch nicht natürlich bemängelt, dass unsere Bremsbeläge runtergefahren sind und man dringend mal tauschen sollte, obwohl sie nur bei 50% sind. Die werden aber erst, glaube ich, unter 20% getauscht bei Tesla. E-Fahrzeuge bremsen ja normalerweise nicht. Gut, wir hatten jetzt 160.000 Kilometer auf dem Auto, da hast du schon mal ein bisschen gebremst. Ich habe vor allem den CCS-Adapter einbauen lassen und hier ist er und da habe ich auch noch ein Video dazu gemacht, das kriegt er noch. Und hat wunderbar funktioniert. Aber das Ding hat natürlich Einschränkungen. Hier steht es nämlich ganz klar drauf. 410 Volt bei 210 Ampere DC. So, das ist dann einfach, wenn du das mal nimmst, natürlich 86 Kilowatt Grenzleistung. Ich habe jetzt hier bei meinem Test allerdings bei 60% State of Charge rum irgendwie 53, 55 oder so gekriegt. Ich müsste noch mal ein bisschen niedriger kommen. Werde es wahrscheinlich gar nicht mehr schaffen, weil ich das Auto nämlich nächste Woche schon wieder tausche. Auf jeden Fall kann ich jetzt am Flughafen hier beim Kiss and Ride, Geheimtipp, am Flughafen hinterm
P12, also man muss dann neben, immer links fahren hier bei den Flixbussen links und dann in der Kurve kommt der Lader. Sieht so aus, gar nicht zu verfehlen, sind nämlich vier Stellplätze, zwei solche Säulen. Kostenfrei parken und laden, super. Und dann kann man hier rüber laufen, dann ist man direkt im Flughafengebäude. Hier unten kann man auch, da ist ein Kaffee und alles. Ja, so sieht das Ding jetzt aus. Da ist ein bisschen lummelig da irgendwie reingesteckt zwar, aber funktioniert wunderbar. Bin sehr zufrieden, sehr gute Qualität. Jo. In Stuttgart, nein, das ist Kirchheim. Stuttgart will das auch machen. In Kirchheim will man jetzt auch versuchen, eine temporäre Fußgängerzone in des Abends einzurichten, dass dann abends halt die Fahrzeuge und Autos nicht da sein sollen. Mal ausprobieren, ob das auch funktioniert, um ein bisschen die Autos aus der Stadt rauszukriegen. Weil hier ist es natürlich so, also welche Verkehrsmittel benutzt man? 68% bei Pendelfahrten ist jetzt Auto, öffentliche Verkehrsmittel kommen, dann Fahrrad, sonstiges, nimmt dann ziemlich schnell ab. Carsharing ist ganz schlecht, Ridesharing ist auch ganz schlecht. Ja, also man muss da irgendwie nochmal, ich denke, die unteren Bereiche hier, Carsharing und Ridesharing müssen unbedingt mehr sein. Es geht nicht unbedingt darum, hier die öffentlichen Verkehrsmittel, die dann auch mit Diesel fahren, zu fördern, aber das hier, alle fahren in ihrem eigenen Auto, ist natürlich murksig. Ja, übrigens hier unser AKW Fessenheim geht vom Netz. 2020 habe ich extra hier reingemacht, weil das ja in Diskussion ist, weil dummerweise weiterlaufen lassen der AKWs ja eine Alternative wäre zum Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Hat ja die Greta auch schon gesagt, sie findet zwar AKWs nicht gut, aber sie gibt zu, dass natürlich die Kernenergie im Moment, um aus dieser Misere des CO2s rauszukommen, eine Alternative wären. Deshalb habe ich euch das hier nochmal gebracht. Ja, wer geht in die Zukunft weiter? Facebook hat ja Oculus gekauft und ich habe mich immer gefragt, was machen die damit jetzt? Die entwickeln es auf jeden Fall weiter. Es gibt jetzt irgendwie so ein Händegefummel da demnächst. Also diese Wischgesten, ne? Die habe ich ja in den Autos auch schon nicht verstanden, ob man die benutzen soll, aber also genau wie die Spracherkennung. Also diese beiden Sachen sind für mich immer noch total suspekt. Ich will da lieber drauf tippen irgendwie oder was weiß ich. Ja, aber das ist scheinbar die Zukunft. Genau, hier Alexa. Alexa soll so schlau jetzt werden, dass sie auch sagt, hey, meine Batterien werden gehen zur Neige oder die Batterien meiner Sensoren. Das heißt dann, die Sensorenhersteller müssen entsprechende APIs dann anbieten. Und Alexa soll jetzt auch zukünftig Nutzern, die frustriert sind, entweder über sich selber oder über Alexa, dann freundlicher entgegenkommen. Siri macht ja manchmal so seltsame Scherze dann. Ja, also irgendwie soll Alexa irgendwie menschlicher werden. Na gut. Mal schauen. Also das ist die Zukunft, Leute. Ich sag's euch, ihr müsst mit diesen Roboterstimmen dann klarkommen. Ja, diese Scherze hier, Nordschleife, wie war es eigentlich? Erstens mal Taycan, der Taycan hat was vorgelegt hier. Die 7, nee, 7 Minuten und 4, 7 Minuten und 42 Sekunden auf der 20,6 Kilometer Strecke. Und dann ist ein Model S Plate. Mit 7 Minuten 20 Sekunden hat es das geschafft. Und dann hat Porsche aber gesagt, es war aber gar nicht unser Spitzenmodell. Dann hat Tesla gesagt, war auch nicht unser Spitzenmodell. Und das gipfelte jetzt in der dritten Geschichte, dass ein Blade-Prototyp auf der Strecke liegen blieb, abgeschleppt werden musste und ein Taycan ihn überholt hat. Leute, wir machen mal ein bisschen Werbung. Ja, der Aktienkurs letzte Woche war ja so ein Nullsummenspiel. Diese Woche eigentlich, boah, bop, 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 Einbruch und dann ging es wieder weiter. Spekulatius und jetzt denke ich, vielleicht noch ein Anstieg nächste Woche wegen Quartalsende. Mal schauen, ob noch was kommt. Ich habe es auch jetzt heute Mittag schon reingemacht. Weiß nicht, ob die Woche, ob das noch besser gelaufen ist. Mal schauen. Auf jeden Fall, boah, also da, ja, das ist ja schon wieder. Guckt euch mal hier den Peak an hier. Also viele, die jetzt da so Stop-Loss-Dinger gesetzt haben, die sind ja, haben ja schon wieder verkauft. Also es ist sehr schwierig mit der Tesla-Aktie irgendwie was zu machen. Da muss man echt standhaft bleiben. Müssen wir ja, weil wir ja irgendwie bei 320 alle noch hängen. Also die wir damals gekauft haben. Hahaha. Ja, es zockelt so dahin hier. Sieht irgendwie noch nicht sehr positiv aus. Die Trendlinie ist irgendwie nicht auszumachen. Wir zoomen noch eins raus. No, ich sehe da nichts so richtig. Ich hoffe mal, wir kommen hier zurück. Im Moment ist das irgendwie auf einem unteren Niveaugrad gelandet. Deshalb gucken wir mal die ganze Sache in unserem Börsenspiel an. Das spielen wir ja jetzt seit Anfang des Jahres. Und wir hatten einen Gewinn von 10.000 Euro, hat sich leider ein bisschen halbiert. Nein, nicht ganz, ein bisschen weniger wieder.
Nvidia, wie gesagt, bei uns immer noch Spitzenreiter, auch Wirecard gut gekommen, wieder, aber auch noch nicht wieder auf altem Niveau. Volkswagen gut dabei und wer ist abgesagt? Unser BYD und schließlich Tesla blieb eigentlich BYD im Unterschied, nämlich hier war er bei minus 7,9 und ist jetzt auf minus 11,6. Sogar Tesla war bei 16, ist auf 17, ist auch nicht toll. Also die Schlusslichter hier, die ziehen uns dann wieder entsprechend runter. BYD, also wer hat eigentlich immer die Idee gehabt, dass BYD ein Geheimtipp wäre? No. Die Fanseite. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, könnt ihr das machen über Patreon oder direkt per PayPal. Vielen Dank für alles. Und auch für alle, die mir an dem Horber-Treffen was zugesteckt haben. Dankeschön an alle. Was gibt es denn auf der Model 3-Seite noch zu sagen? Ja, hier, das Auto vom Peter ist dann doch irgendwann abgeholt worden. Noch nicht geöffnet. Na, doch schon geöffnet. Ihr seht es da nämlich. In dem Video wird es ja auch erklärt. Auf jeden Fall jetzt mit einem speziellen Anhänger ging es dann auch aus seiner engen Garage das Auto rauszuholen. Ja. Und ich habe hier nochmal das Titelblatt von dem Video, was wir gemacht haben, zusammen. Ich habe jetzt das Auto gerade hochgezogen. Es war ja nicht mehr fahrbereit. Und nach München geholt. Ja, alles in dem Video, wie gesagt. Peter hat alles, erklärt euch alles. Und ja, diese Videos wurden gesehen bei Tesla. Und in Stuttgart, der Chef vom Stuttgarter Service Center hat mich auch darauf angesprochen. Wir haben eine ganze Weile auch darüber gesprochen, wie das ist. Und er hat nochmal gesagt, das ist einfach schiefgelaufen. Normalerweise hätte da auch jetzt ein Ranger kommen müssen, weil das ist eigentlich ein Fall für die Notrufnummer, für die Pannenhilfe. Selbst wenn man zu Hause vor der Tür steht, ist das eigentlich, kann man diese Nummer wählen und dann wird einem eigentlich sofort geholfen. Ja, und normalerweise, die haben auch extra, das ist Original Tesla-Seite, gibt es da nämlich eine Möglichkeit. Es ist ja eine rahmenlose Scheibe, die wird dann so ein bisschen aufgemacht und dann kommt man dazwischen mit irgendeinem Haken oder sonst was. Das ist also wirklich nicht im Detail erklärt, aber so wird es dann gemacht. Also es steht offiziell auf der Seite vom Tesla. Deshalb, ihr müsst euch das einfach merken, wenn solche massiven Sachen sind, dann hat es keinen Sinn, einen Termin zu machen oder sowas über die App. Man muss tatsächlich die Notrufnummer, die Pannenhilfe dann anrufen in dem Fall. Bitte nicht anrufen bei trivialen Sachen oder wenn ihr eine Frage habt oder so ein Quatsch. Das macht ihr lieber übers Forum erst einmal so allgemeine Fragen und Termine bitte über die App ausmachen. Ja. Also ganz wichtig. Ja, wie sieht es denn eigentlich im Tracker so aus? Letzte Woche, diese Woche. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Markt ist gesättigt, sage ich einfach mal so. Es bleibt auf dem Niveau jetzt stehen und sie holen auch gerade keine Fins. Kann aber auch sein, dass man jetzt einen Abverkauf hat, noch Ende des Quartals. Das sehen wir dann, wie es weitergeht. Nächste Woche ist ja Quartalsende genau und dann haben wir den ersten. Mal schauen, wie schnell die Zahlen dann da reinkommen. Ich weiß auch nicht, wie gut die sind. Die sind ja abhängig davon, dass die Leute das auch zurückmelden, wenn sie eine FIN gekriegt haben. Die gezogenen FINs haben sie natürlich vom Originalsystem. Schön. Wie geht es ansonsten so weiter? Ich bin eigentlich hier auf dem Level. Wie geht es weiter mit autonomen Fahren? Würde eigentlich gerne auch mit dem Tesla weitermachen. Aber mein Vertrag hier bei Nextmove läuft aus. Oh, ich muss das Logo tauschen. Die haben ein neues Logo jetzt. Ja, Oktober ist noch drin. Mein 6 Monate Model 3 Test sozusagen. Bisschen schade. Vermute nämlich, dass November, Dezember erst die 10er Version bei uns kommt. Mal schauen, wann sie in den USA ausgeliefert wird. Ich bin also am Überlegen, auf jeden Fall November, Dezember noch Model 3 zu fahren. Ganz einfach wegen diesen Neuheiten, die dann noch kommen werden. Und dann, aber nächstes Jahr bin ich total frei, bis auf den September, da habe ich das Model X eigentlich noch das letzte Mal und dann verkaufen wir das ja. Deshalb, wie geht's weiter? Das ist ja meine Herausforderung. Vielleicht nicht jeden Monat, aber quartalsweise ein Auto zu mieten nach diesen Konditionen. Ich brauche eigentlich 60 Kilometer am Tag, das sind 2000 Kilometer im Monat. Soll natürlich alles drin sein, außer Strom. Und was bekommt man? Man bekommt die kostenlose Werbung auf meinem Kanal hier. Und wenn die Autovermietung oder wer auch immer auch ein zweites Auto zur Verfügung hat, was für Kurzzeitmieten zur Verfügung steht, wäre natürlich super, weil viele fragen bei mir nach und sind interessiert, wenn sie das Auto sehen. Und dann kann man immer Werbung machen hier direkt. Guckt mal, da könnt ihr euch melden und dann könnt ihr das Auto auch mieten. Ist ja leider ein bisschen das Problem bei Nextmove, dass da die Verfügbarkeit gerade von den Model 3s nicht so gut ist. Ist dann halt ein bisschen doof, wenn man das Auto eigentlich vorführt und man kann es gar nicht bei der entsprechenden Autovermietung mieten.
Deshalb, wenn ihr da eine Idee habt oder selber so eine Vermietung seid, könnt ihr euch hier direkt bei mir, frank@zukunft42.de, neue Kontaktadresse, auch melden. Ich werde aber auch verschiedene mal anschreiben aktiv jetzt. Gut, Dankeschön. Ja, gerade jetzt, in dem Moment, wo diese Premiere läuft, ist natürlich der ICANN-Ball komplett am Laufen. Kein Mensch guckt wahrscheinlich bei mir zu oder ihr switcht immer hin und her. Gerade mal Pause im ICANN-Ball, ja. Das läuft natürlich. Ich fahre nicht mit, seht ihr ja selber, ich fahre nicht mit, beziehungsweise ja, Peter und Bernd fahren für mich mit dem Auto von Peter. Also super Sache. Die sind leider nicht live, aber viele andere sind live. Ja, auf der Seite einfach, geht auf die Seite eCannonball, www.e-cannonball.com. Und dann habt ihr nämlich hier auch die Möglichkeit, mit so einem Live-Tracking zu gucken, wo sind die ganzen Fahrzeuge auf der Karte. Die Teams könnt ihr euch angucken und die ganzen Links zu den Streams. Also die meisten YouTuber, die dabei sind, streamen irgendwie auch. Ich empfehle euch hier zum Beispiel mal den Oliver Denk von Denk Elektrisch. Ja, aber alle anderen könnt ihr auch angucken. Super. Und dann bin ja mal gespannt, wer gewinnt. Natürlich gewinnt der Peter, ne? Ich hoffe es doch, Peter, dass du einen guten Platz machst. Ja, dann nochmal hier Hinweis auf das erste Stuttgarter Tesla-Treffen am 13. Oktober vom Tesla Andi. Guckt ihr in den Shownotes. Ansonsten seht ihr jetzt hier auch bei unserem Elektromobilitätsforum, dass es so ein bisschen rausläuft. Also jetzt zum Ende des Jahres sind keine großartigen Termine mehr drin. Irgendwie ist es langsam Ende. Ja. Ist auch Ende mit der CO2-Verschmutzung. Greta Thunberg in New York vor der UN hat es auf jeden Fall sehr deutlich gesagt. Und damit ende ich heute mit dem kompletten Redemal, nicht nur die Auszüge, mit ihrer Wutrede. Und ich glaube, das war der Beweis, dass sie wirklich authentisch ist. Das ist nämlich die Rede einer 16-Jährigen. Das ist so. Und ich hoffe, dass sie mit so einer Rede tatsächlich die Herrscher dieser Welt aufrütteln kann. Ja. My message is that we'll be watching you. Da lachen sie noch. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. 50% may be acceptable to you, but those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution, or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. So a 50% risk is simply not acceptable to us, we who have to live with the consequences.
to have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees of global temperature rise, the best odds given by the IPCC, the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. Today, that figure is already down to less than 350 gigatons. How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8.5 years. There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Thank you. Ja, dann bis nächste Woche. Oder übernächste, ich weiß nicht, ob ich nächste Woche dazu komme. Tschüss. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Das ist schräg.